Hier haben wir noch Pfeile. Ah, okay. Wir mussten halt alle besiegen. Ah. Weißt du, Esteban, ich kann das hier nicht alleine bewerkstelligen. Stets zu Diensten, Dance. Esteban, ich brauche deine legendäre Kraft. Ich bin sofort bei dir. Was machst du denn noch? Esteban. Esteban? Oh, der hing hier an dem Ding fest. Esteban, komm, lauf hier weiter. Folgst du uns unauffällig? Esteban, komm und hilf mir hier bitte. Komm schon. Okay. Gut, dann hätten wir die Mission wahrscheinlich auch vollendet. Oh, jetzt bin ich so langsam, jetzt bin ich wieder im Flow drin, möchte ich mal so meinen. Also Konstantinopel ist schon eine scheißschwere Stadt, muss ich sagen. Fantastisch! Meine überragende Strategie hat uns den Sieg eingebracht. Wir haben die Mauer eingenommen. Gut gemacht, Soldaten! Ein Hoch auf seine Strategie. Dieser Depp hätte uns fast mit den Blieden zermalmt. Ein Wunderstratege. Ich wette, dass sie diesen Hof nach ihm benennen werden. Wart's ab! Der Hof von und zu Flandern! Ein großer Mann braucht einen großartigen Hof. Möge er für immer in diesen Sträuchern fort. Oh yes. Aber so ist es doch immer, oder? So ist es doch immer. Dass irgendwelche Typen ankommen und sagen, ich habe das gemacht, obwohl es andere gemacht haben. Es ist immer so. Immer. Da kann kommen, was will. So. Aber das wird jetzt erstmal ein Spaß. Da oben haben wir es, da oben haben wir es. Da. Zweihändige Axt. Sehr geil. Was kann die denn so? Horizontaler Schlag, Rumpfschlag, Krüppler. Sehr schön. Hoher Schlag. Eieieiei. Da würde ich ja spaßenshalber schon mal hier ein, zwei Pünktchen investieren. Sakrileg. Oh, Hackebeil. Auch nicht schlecht. Schlechter. Und jetzt kommt besserer, wa? Doch, das war schlecht. Das war ein schlechtes Wortspiel. Schlechter und besser. Trauer. Oh. Ich frage mich, wer diese Namen erfindet, ja? Also, wer sagt, wie die einzelnen Moves heißen? So, hier. Dann machen wir mal hier. Da ein Pünktchen rein. Zügelkolben. Okay, und Teufelsschlag. Ah, auch nicht schlecht. Okay, dann hätten wir 100% zwei Schläge vollständig. Und jetzt gehen wir noch auf die andere Seite. Da wollten wir ja jetzt in Stärke investieren. Yeah, verbessert ihre Stärke, um mehr Schaden zu machen. Und das haben wir natürlich jetzt auch gleich mal gemacht. Und jetzt machen wir mal mit dem Spiel. Wollen wir fortsetzen? Ja, und alle Änderungen übernehmen. So, wenn zwei sich streiten. Ja, da haben wir auch eine neue Errungenschaft im Steam freigeschalten. Perfekt. Der mörderische Kaiser. Sieh nur, da ist Murzufloss. Er hat Schuld an all dem hier. Das könnte tatsächlich der Mörder sein. Mofra will ihn haben. Wie konntest du ihn auf dieser Entfernung erkennen? Ich weiß nicht, es ist seltsam. Aber ich kann die Verfluchten spüren. Ich kann seine Aura sogar von hier aus spüren. Er muss sehr viel Schuld auf sich geladen haben. Das heißt dann wohl, dass wir uns wieder direkt in die Hölle stürzen. Oh. Sei auf der Hut, Hombre. Ey, da ist der König! Sieh nur, sie rennen herum wie die Narren. Wenn sie nur wüssten, dass Murzufloss dort oben in seinem Garten auf sie wartet. Na komm, dann wird eben uns die Ehre zuteil, ihn zu schnappen. Der verschlagene Esteban will um der Ehre willen kämpfen?
Was passiert hier? Bist du jetzt Ehrenmann? Klar! Ach, Ehre und Ruhm und der ganze Rest sind nicht so wichtig für mich. Aber eines weiß ich. Mit der Ehre kommt meist das Gold. Der Typ ist mir so sympathisch, ey. Ach ja, Hauptsache man weiß, wie man Goldkind kriegt. Vorwärts! Oh, hier! Meins! So. Esteban, helfst du mir mal bitte? Muss doch gleich mal checken hier am Anfang, ne? Aha. Was man hier so alles kaputt machen kann. Okay. Da sind sie! Haltet sie! Sterbt! Sterbt! Haltet eure Stellung! So, warte mal, jetzt geh mal kurz auf diese zweihändige Axt. Oh, geil! Finde ich sehr geil. Alter! Alter! Oh! Fette Sache! Alter, aber auch wie viel Link der ist mit dieser Axt! Immer schön zum Boden drücken, ja? Dass die Leute keinen Schmerz mehr spüren. Yes, okay. Oh, ich dachte gerade, hier kommen die Leute aber mal eben, ne? Aber es war ja. Das war ja Esteban. Verdammt, meine Waffe ist kaputt. Scheiße. Ja, das ist natürlich echt ein Murks. So, jetzt kümmere ich mich mal um den Armbrustschützenpenner. So, weil das sind halt einfache Punkte gewesen. So. Bam! Yes, baby. So. Wenn ich jetzt daran denken muss, dass man eine 100er-Kombo schaffen muss, ja? Eieieiei. Das wird auch noch Spaß. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Jetzt müsste hier das Kreuz drin rumschweben. Das wäre cool, aber tut es natürlich nicht. Warum auch? Diese Waffe sieht absolut so unbenutzt. Oh, 35 Seelen sollen wir läutern. Oh Gott, ich wette, das wird dann jetzt hier wieder so ein Kampf gegen den Endboss, wo wir dann mehrere Seelenrunden läutern müssen. Da mussten wir ja auch 40 Seelen läutern bei dem einen Mal, ja. Moment. Ich bin jetzt echt... Ach, hier haben wir noch eine Kiste. Ich wollte doch gerade schon sagen. Hier so ein riesengroßer Platz und dann keine einzige Kiste. Dahingehend könnte er mich nicht verarschen. So, jetzt muss ich bloß hier nochmal kurz gucken. Ach nee. Okay, ich dachte, mit dem kann man jetzt interagieren. Mit dem Gatter. Mein Eisentür, da kommen wir nicht durch. Ich bewundere deine scharfen Sinne, aber da kommt größeres Unheil auf uns zu. In Ordnung, beiseite. Dies ist eine Aufgabe für Esteban, den besten Schützen der Welt. Oh. Wir sind in Stellung. Jetzt sitzen sie in der Falle. Dem haben wir die Brustpanzer geschossen. So. Und den Helm. Und den Kopf. Und hier voll in die Eier oder ins Bein.
Ich mag bloß bei diesen Controller-Games immer nicht dieses Auto-Target immer so sehr. Da finde ich Shooter besser irgendwie. Da habe ich wieder auf die falsche Taste gedrückt gehabt. Okay, gut. So. Esteban, Tür. Esteban, ich brauche deine legendäre Kraft. Bin gleich da, Hombre. Ich find's trotzdem schön, dass Esteban sich einen neuen diesen Mantel gemacht hat. Der Blinde? Ist das der blinde Kaiser? Oh nee. Wie habt ihr nur unsere besten Wachsoldaten getötet? Verrate uns, wohin Mozufloss gegangen ist und wir verschonen dein Leben. Du hast mein Wort. Er hat sich in seinen Palast zurückgezogen. Wenn ihr diesem Weg folgt, werdet ihr sowieso dorthin gelangen. Also gut, du sollst den morgigen Tag erleben. Ich dachte, mein Angebot wäre fair gewesen, aber du hast es abgelehnt. Tritt ihn! Wie habt ihr... Das ist Wahnsinn! Wahnsinn? Das ist mein Fluch! Oh nein! Ich habe dich noch nie so wütend gesehen, Dance. Fast wie ein Spartaner. Kämpft wie eure Mütter. Keiler... Spartaner? Das musst du mir später erklären. Nice! Oh, fett, Alter! Fett! Geil! Geiler Running Gag! Yes. Das ist Wahnsinn! Das ist mein Fluch! Ich finde echt diese Dialoge mit den einzelnen Typen so richtig geil. Die hier so nebenher mal immer bringen, ja. Herrlich. die Leute, die das dieses Skript geschrieben haben, die haben müssen sich auch. Nee, die haben sich wahrscheinlich 300 angeguckt und gesagt: Alter, das müssen wir irgendwo einbauen. Nase, Alter, durch die Nase. Okay. Jetzt haben wir noch zwei Äxte, sehr schön. Ich gucke jetzt bloß noch mal hier hinten nach. Ich bin mir jetzt sicher, Esteban, diese Kreuze hängen mit der Gewalt zusammen, die hier herrscht. Was, so eine Art Warnung? Oder vielleicht gar eine Bestrafung? Könnten Sie die Gewalt vielleicht erzeugen? Das kann natürlich sein. So, aber ich würde jetzt hier gerne auch trotzdem mal gucken nach den Truhen. Scheiße. Ich wusste, dass gewöhnliche Kreuzfahrer es niemals so weit schaffen würden. Aber ihr seid Templer. Darum habe ich den passenden Empfang vorbereitet. Krasse Frisur, Junge. Fühlst du dich sicher hinter dem Fallgatter? Das wird uns nicht lange aufhalten. Vielleicht. Aber diese hier. Sie werden euch sicher mehr abverlangen. Sehen, wa? Wie ist denn du, Junge? Seid bereit zu sterben, Tempelritter. Also, bei Sehen habe ich jetzt nicht so das Verlangen wie... Wir bekommen dieses Fallgatter niemals auf, solange uns diese Seelen behelligen. Hat diese Sonne nie ein Ende? Wenn wir nichts unternehmen, werden sie uns bald überwältigen. Stimmt. Wir müssen einen Weg finden, sie aufzuhalten. Vielleicht können wir diese Kuppeln zum Einsturz. Wir müssen die Säulen einreißen. Dann stürzt die Kuppel ein. Ich helfe dir erstmal, da, Esteban, ja? Das Schöne ist ja, dass wir hier immer bloß jetzt in dem Unendlichkeitsmodus des Fluches sind, ja?
weil der Typ den Flug ja gestartet hat und wir jetzt hier einfach die Seelen so nach und nach läutern können ohne Bedenken, ja.